Hallo und herzlich willkommen heute Abend. Wir haben heute wieder ein neues kurzes Video für euch. Thema heute: neue Gehäuse für G60 und G65 Lader. So, habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, was tun, wenn es einfach keine originalen Gehäuse mehr gibt? Der eine oder andere hat es mit Sicherheit schon gemerkt, es ist deutlich schwieriger geworden, überhaupt noch vernünftig gute gebrauchte Gehäuse zu bekommen. Auch für den G65-Umbau, also wo unten die Lauffläche eingelaufen sein darf, ist schon deutlich schwieriger, überhaupt noch etwas zu bekommen. Und auch die Preise sind in den letzten ein, zwei Jahren etwas angestiegen für Gehäuse. Und ja, wer kennt es nicht? Ein gebrauchtes gekauft, dann festgestellt, es ist defekt, nochmal eins gekauft. Und wenn man dann noch einen Verdränger dazu braucht, womöglich die Überholung dazu rechnet, dann wird das Ganze doch unterm Strich relativ teuer. Deswegen haben wir uns jetzt intensiv damit beschäftigt, die letzten 12 Monate neue Gehäuse fertigen zu können. Wir sind jetzt auch soweit, wir haben die ersten Prototypen. Da hinten seht ihr schon zwei. Einer ist bereits bei uns im Caddy eingebaut und läuft auch schon. Wir können dann neue G60 und auch neue G65 Gehäuse machen. Natürlich werden wir in der nächsten Zeit dann auch nochmal mit tieferen Kammern experimentieren. Hier habe ich eine nagelneue G65 Auslasshälfte. Die G60 Hälfte würde von außen genauso aussehen. Wir haben hier im Auslass nur noch 3 Stege. Dafür sind die Stege generell alle etwas dicker. Im Inneren ist das Design auch leicht geändert, gibt ein paar kleine Details, die wir verfeinert haben. Ihr könntet übrigens diese G60 Gehäusehälfte dann auch an einem vorhandenen G60 Lader als Ersatzteil verwenden. Das würde 1:1 passen. So, hier habe ich jetzt die Einlasshälfte. Ihr seht, auch hier sieht sie eigentlich dem Original relativ ähnlich. Haben wir mit Absicht so gemacht, damit es ja einfach schön aussieht. Ich denke, auch die Fräsoberfläche ist wirklich toll geworden. Wenn ihr mal schauen wollt, ich denke, das kriegt so nicht jeder hin. Wegen der Farbe bzw. Oberfläche wird sich jetzt bestimmt eine andere fragen, werden wir die Lader nur so verkaufen oder wie werden sie aussehen? Ja, wir werden sie mit dieser Fräsoberfläche so verkaufen, so wie hier die Muster. Dann natürlich in schwarz-matt, muss ich euch nicht zeigen, weiß jeder, wie es aussieht. Dann haben wir da aber noch seit neuestem eine Pulverbeschichtungsfarbe, die der Original-Oberfläche eigentlich sehr ähnlich kommt hinsichtlich Struktur und auch Farbton. Das Ganze sieht so aus, hier mal an einer Halteplatte von einem G40-Lader. Ihr könnt sehen, also die Farbe kommt eigentlich dem originalen G-Lader schon sehr nahe, aber hat natürlich die ganzen Vorteile einer Pulverbeschichtung. So, ihr habt jetzt bestimmt noch ganz viele Fragen zum neuen G-Lader. Natürlich Frage Nummer 1, wie bei jedem, Ladedruck. Ladedruck ist gleich, bei uns im Caddy mit dem neuen Lader haben wir eigentlich genau die gleichen Werte wie vorher mit dem alten G65 Lader. Da kommen die Tage auch bestimmt nochmal ein paar Videos, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. Dann Preis steht einfach noch nicht fest. Lieferzeit, wir müssen erst noch testen. Wie gesagt, die ersten Ergebnisse sind eigentlich ganz positiv. Wir hatten den Lader nach ein paar Kilometern auch schon wieder draußen, um zu checken. Alles tipptopp in Ordnung. So, und jetzt seid ihr dran. Einfach im Video unten kommentieren und wir versuchen dann soweit alles zu beantworten. Ich hoffe, ihr seid davon alle begeistert, so wie ich. Also ich habe die letzten Nächte nicht so gut geschlafen, weil ich war ganz furchtbar doll aufgeregt, ob denn jetzt auch wirklich alles so klappt, wie erhofft. Aber das hat's. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bis bald.